Fahrradautobahn in Garbsen. Insgesamt sollen in der Umgebung von Hannover 3 sogenannte Fahrradautobahnen gebaut werden. Eine soll von Garbsen aus starten, eine andere von Laatzen und die dritte von Lehrte. Sie werden alle in die Innenstadt von Hannover führen und dort an Schulen, Unis und anderen öffentlichen Gebäuden vorbeiführen. So können die Kinder anstatt mit dem Bus auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren, was nicht nur gesund, sondern auch umweltfreundlich ist. Diese Fahrradautobahnen werden auch als Fahrradschnellwege bezeichnet und sind vor allem für Menschen, die schnell unterwegs sind, gedacht. Wenn sich diese Fahrradautobahnen mit von Autos befahrenen Straßen kreuzen, haben die Fahrradfahrer immer Vorfahrt, das heißt, dass sie immer zuerst fahren dürfen. Außerdem werden diese Autobahnen 4 Meter breit und auch asphaltiert sein. Solche Fahrradschnellwege gibt es schon in ganz Deutschland und nun vielleicht auch bald bei uns in Garbsen.